Hallöchen, meine Gänsekätzchen, und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar mit Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Ich wollte das schon ewig mal spielen und auch schon mal ewig mir mal auch mal anschauen. Habe ich bislang nie gemacht, obwohl das schon so auf meiner Festplatte versauert ist. Ja, und da habe ich mir so ein kleines Let's Play zwischendurch. Obwohl ich Jump'n'Runs oder Plattformer allgemein gar nicht so auf dem PC spiele, mehr auf einer Konsole. Und ja, wir schauen uns dieses kleine süße Spielchen mal an oder Let's Playen es mal. Na, mal sehen, was uns dort erwartet. Wir sind im königlichen Stachelreich angekommen. Ah, es ist das Blindgänger, du. Capital B, wir sind da, um dich auszuschalten. Wieder mal. Ihr seid hier. Helft mir, Kapitän B aufzuhalten. Er hat ein Gerät zum Kontrollieren des Bienenschwarmverstandes gebaut. Den Bienenstockverstand. Klingt cool. Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, er wird es nutzen, um alle Bienen im königlichen Stachelreich zu versklaven. Das letzte, was wir Capitibi braucht, also was Capitibi braucht, ich kann wieder mal nicht lesen, sind mehr Mitarbeiter. Ich würde euch ja gern weiter herum so umhören, aber ich muss noch ein paar Welten erobern. Oi, das hätte uns beinahe wehgetan. Ich wärme mich gerade erst auf. Schnell, hier entlang drücke die Leertaste, um zu springen, und achte auf die Fallen. Ja, und wie kann ich nach links und rechts steuern? Na dann, Laylee, auf geht's, helfen wir Queen Phoebe, ich glaube Phoebe heißt das. Okay, kann ich hier so geht das, okay, um zu springen. Ich glaube, ich werde mal von meiner Xbox den Controller dann... Aha. Oh, das fühlt sich so richtig falsch an. Schön sag ich, habe noch nie Jump'n'Run auf dem PC gespielt. Spring und schnapp dir das Seil. Ach gut, da kann ich ducken. Ich will mal einen Doppelsprung ausführen. Verwende K zum Angreifen oder einen rollenden Angriff. Was ist das denn für eine komische Steuerung hier? Na gut, es geht. Okay, naja gut, es geht. Ach, man kann auch mit den ich nehme WASD, das ist besser. Oder vielleicht geht es doch mit der Tastatur. Mal sehen. Na, Boris, mein Lieblingsmitarbeiter. An dir kommt Yooka nicht vorbei. Ach, Klappe, du Bienenboy. Klappe, du Bienen. Nein, ihr habt Boris geschlagen. Ich renne hier einfach straight. Ei. Kann ich. Na, Capital P ist schon wieder nicht getroffen. Kann ich hier rum? Kann ich runter? Nee, ich muss so hin. Roll so nah wie möglich an den Rand und... Ja, gut. Ah, okay.
Okay, man kann, wenn man springt, sowas machen. Okay. Rollsprung. K und Space, okay. Muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Großartig, ihr seid hier. Ich habe meinen Bienen-Talion-Schild zusammengerufen, damit er uns hilft. Verflixt! Achso, ihr verflixt das Bienen-Talion. Och, was ist denn das für ein komischer Name? Schild, das klingt praktisch, aber jetzt soll er mal damit fertig werden. Ich glaube, ich habe mir jetzt falsch vorgelesen. Zeit für die Verstärkung, so euer Bientalion. Mal sehen, was echte Feuerkraft ist. Oh weh, daran kommen wir nie vorbei, lebend. Müssen wir Kapitän B wirklich besiegen? Vielleicht wäre es ja ein guter Herrscher. Keine Angst, ihr Angsthasen, ich leihe euch meine Bientalion-Schild, er fängt alle Treffer für euch auf. Nehmt sie und haltet diesen Ekel auf. Okay, machen wir. Oh, wir sind jetzt voll in Fahrt. Los, Yuka, probieren wir es aus, bevor wir jetzt... Ja, ja, haha. Keine Ahnung. Aua. Komm nicht hoch! Hey, ich wollte die töten! Ich komme mit der Steuerung nicht mehr. Ich glaube, ich muss doch mal den Controller benutzen von der Xbox. Anders geht's nicht. Irgendwo habe ich einen rumliegen. Betrüger, ohne euren Unverwundbarkeits-Lifehack wärt ihr gar nicht so weit gekommen. Ich muss mal kurz lesen. Oder doch nicht. Aber ihr überseht da etwas. Es wird Zeit, dass ich den Bienenstockverstand aktiviere. Joink, boink, was weiß ich. So. Danke fürs Aufwärmen. Die Bienen und Schildwachen arbeiten jetzt für mich. Das kitzelt. Ich benutze das Bienentalion und sperre ein, was ich nicht brauche. Nein! Jetzt bist du mit der Gehirnwäsche an der Reihe, Queen Flobi. Stell dich darauf ein, eine hörnlose Drohne zu werden. Monster. Die wehrt sich noch nicht mal. Verflixt, der Saft ist alle. Wartet hier, ich muss meinen Stab aufladen. Er wird das königliche Stachelreich versklaven. Es liegt jetzt an euch, Yuka. Zieh ihm den Stachel. Aber seht euch vor, diesmal habt ihr kein Bienen-Talion. Oh ja, I mit den Pfeiltasten ist ja noch ekelhafter. Eine Boss-Tür einfach nach oben drücken. Unmögliches Versteck. Kann man hier eigentlich auch die Steuerung ändern? Warte mal, jetzt mal gucken. Ach so. Ah, hier. Ach nee, kann man nicht. Okay. Schwimmbus. Nehmen, spucken. Oh. Eine bessere Tastenkombi hätten sie nicht machen können, ha? Hm. Naja, da müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt erstmal durch.
Der Bienenstoffverstand ist jetzt wieder aufgeladen. Wir haben dich schon, wir haben dich schon einmal besiegt. Das schaffen wir noch einmal. Diesmal habt ihr nicht so viel Glück. Macht euch etwas gefasst, ich komme. Nee, erscheint recht auch. Hat er jetzt... Achso. Ich spring auch noch rein, ich Trottel. Du wurdest getroffen, schnapp dir Layli, bevor sie davonflattert. Du hast Layli verloren, finde eine, um sie zurückzuholen. Ach so. Das ist so wie die Akku-Akku-Maske wohl bei Crash oder was? Oder soll ich dich verlieren? Schnell, liegt nicht so faul herum. Ihr müsst zum königlichen Stachelreich zurück und Capital B aufhalten. Oh, können wir es nicht bei unten unentschieden lassen? Er dreht den Bienenstoffverstand auf und damit kann er alle Bienen in meiner Welt kontrollieren. Er kann mein ganzes königliches Stachelreich beherrschen, wenn er das tut. Aber das unmögliche Versteck ist, naja, unmöglich. Wir haben keine Chance, wenn dein Bienenteil uns nicht schützt. Ich glaube, da kann ich euch helfen. Wenn ich die Kapitel mit dem gefangenen Biatron herausziehen kann, könnt ihr sie retten. Aus dem Weg! Das Ding explodiert! Das wäre jetzt cool gewesen. Genau, wenn das auf jemanden Tofi fallen wäre. Geschafft! Schnell! Lieg nicht so faul herum! Gut, fangen wir damit an, dass wir ein Mitglied des Bienenteils aus diesem Kapitel retten. Überlass das nur uns, Queenie. Wir machen das. Ja, das machen wir am besten gleich sofort. Oh, ach, stimmt, hier kann man die... Oh, was ist das hier? Komm nicht hoch. Wir machen das gleich mal weiter. Ich mache mal ganz kurz eine Pause und hol mir den Xbox-Controller. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe es jetzt mal gewechselt. Komme ich schon viel besser damit klar. Viel, viel besser. Guck mal jetzt mal. Das erste, bitte rettet es. Ach so, muss man halten. Okay. Wie schon gesagt, also Xbox-Controller finde ich viel besser. Oh. Ehrlich. Was ist das denn für Ding? Oh, die Federdinger sind. Ach so. Schon viel besser. Kann ich da hoch? Nee. Wie komme ich da hoch? Ich will da hoch. Nee, geht nicht. Geh. Was? Boostrolle? Ah, okay. Hopp. Gut. Eine Feder haben wir davon. Mehr. Bin leider auf den Knopf, den wir das da haben. Was ist das? So, damit kann ich Layli bestimmt rufen. Ein Drehsprung. Boah, diese Feder. Ja!
du teuflische Feder? Die Federn! Hüp. Nimm RB zum Aufheben. So. Was soll ich denn aufheben? Weil hier stand jetzt eben was mit aufheben. Das da oder was? Weil ich da jetzt irgendwas abknallen. Die kann ich nicht aufsammeln, ne? Na gut, ich bin ja nicht Yoshi, ne? Ach so, deswegen bestimmt. Naja, ich bin ja hier nicht auf die 100% auf. Ich möchte dieses Spiel einfach nur genießen. Ach so, muss. Donkey Kong weg. Weg mit euch, ihr Lappen. Hä? Wie geht denn das? Oder muss ich nochmal zurück das Ding hernehmen? Nee, ich komme ja gar nicht zurück. Oh, war doch zum kaputt machen. Weg mit dir. Nein, ich wollte doch eine Sauerei. Warum kann der blöde Chamäleon keinen Doppelsprung? Das ist sowas von scheiße. Hm? Was ist das hier? Schau mal, irgendein Blödmann hat eine Münze hier liegen lassen. Die nehmen wir mit. Klauschwein. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Kiste machen wir kaputt. Oh. Ah nee, warte. Wo konnte ich jetzt nochmal aufnehmen? Gut, okay. Lululululu. Der hat sich erschrocken. Muss immer aufpassen, nicht dass ich hier irgendwann mal in den Abgrund falle. Hier geht eine Tür lang. Nein, ich bin ein Trottel. Wo geht's denn hier lang? Wir gehen erstmal über die Tür lang. Die sieht sehr einladend aus. Oder auch nicht. Ui, hat er, manchmal hat er bei Yuga auch eine Geschwindigkeit drauf. Hier sind bestimmt ein paar Federlies. Hm. Ups. Wollten zwar jetzt eigentlich nicht töten. Was bringt mir das? Achso. Münze 4. Nicht den Jam. Okay, dann lassen wir mal da abchillen. Hoppala. Komm nicht hoch. So, ist die mir nicht auf den Nerven fallen? Warum kriege ich die nicht down? Jetzt kriege ich einen Down. Okay. Kriege ich nicht hin. Okay. Da muss ich bestimmt irgendwie den Dude da hätte ich bestimmt zum Springen brauchen sollen. Kann ich schwimmen? Weiß ich nicht. Nein! Ah doch, ich kann doch schwimmen. Okay. Ich hab's. Kann ich irgendwas machen? Wieso ist denn der eigentlich so schief? Naja, egal.
ist ja, ich weiß ja nicht, was die hier bringen. Ich habe keine Ahnung. Also schwimmen können wir schon mal. Das ist schon mal gut. Ein Kumpelkracher. Ah, okay. Kann ich nicht schwimmen? Ah, doch. Gut. Okay, so, dann haben wir das. Kann ich mit Ihnen noch was machen? Nö. Okay. Ich kann mit Ihnen irgendwas abschießen. Dann nehmen wir mal mit. Oder das. Nein, jetzt falle ich auch noch runter. So. Kann man mit denen auch noch irgendwas machen? Oder sind die jetzt nur so die? Okay. Gut, die sind für nichts da. Geh erstmal hoch. So, immer. Ich komme nicht hoch. Ich bin wieder mal ein Depp. Ich lose ja schon beim ersten Level ab. Ach nee, Stufe erledigt. Wir haben ein Butzerland. Wir haben Münze 2 und 4, aber 1, 3 und 5 ist mir nicht aufgefallen. Okay. Wir haben eine Biene. Hey. Was ist das? Ein Schlafzelt. Wunderbar. Ihr habt ein Bienentalion gerettet. Dadurch könnt ihr in Kapitel B's unmögliche Versteck einen Treffer mehr aushalten. Versucht doch, Kapitel B mit Hilfe der geretteten Biene noch einmal zu besiegen. Oder sucht weiter nach Kapiteln, um die ganzen Bienen-Talion-Armee aufzustellen. Und denkt daran, ihr könnt das unmögliche Versteck so oft probieren, wie ihr wollt. Wenn du lieber alleine vorgehst, bestätige den Schalter am unmöglichen Versteck, dann lässt sie, wenn wir allein, falls du seine Hilfe brauchst, betätige ihn erneut, um es wieder herbeizurufen. Kommt einfach zu mir, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Viel Glück! Das werde ich brauchen, Bienchen. Bienchen, Tienchen. Was meinst du, Lady? Probieren wir das unmögliche Versteck noch einmal? Oder suchen wir weiter Kapitel und retten noch mehr von Bientalion? Egal, Hauptsache schnell. Ich will rechtzeitig zum Fernsehen wieder zu Hause sein. Ihr sucht doch bestimmt Abenteuer, oder? Lasst euch von dieser Kiste nicht aufhalten. Okay, bitteschön. Was haben wir hier? Ach, warte mal, wir können doch die Kiste hier bestimmt hinschieben. So. Genau. Na, kommen wir doch dann nach hoch. Ups. Oder auch nicht, weil er ein kaputtes Sprungbein hat. Okay. Ich dachte eigentlich. Ach, wir kriegen bestimmt den Doppelsprung erst später. Was ist das für ein Hebelchen? Okay. Schwimmen können wir auch noch. Doch, jetzt. Was ist mit dem hier?
schon gewusst. Meine Kumpels und ich haben immer Tipps und Hinweise auf Lager. Aber sie sind nicht alle so großzügig wie ich. Einige von ihnen verlangen dafür auch Federn. Ach naja. Da kommen wir auch nicht rein. Ah ja, gut. Ja, ja, Vogel, ich weiß es schon. Ich habe das schon gemacht. So. Was ist das hier für eine... Was ist das hier für eine Bau? Ich geh da hin. Kann ich... Oh, hier ist diese Page. Pages, was auch immer, wie die heißen. Ich will da hin. Komm ich aber nicht hin. Weil der ein kaputtes Sprungbein hat. Ach, verdammt. Hep. Hep. Okay. Da werden wir bestimmt ein paar neue Fähigkeiten irgendwann hier. Was war denn das jetzt? Ein Virus oder was? Ach nee, ist eine Polle. Naja, gut. Wir fangen dann in der nächsten Folge Kapitel 2 an, die Fabrikfurcht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Yooka-Laylee in the Impossible Lair. Ich glaube, ich brauche wieder ein paar Parts, ehe ich mal wieder alles aussprechen kann. Ich sag mal, ciao. Und miau.